Leute, da sind wir wieder nach dem Fail im letzten Part. Mein Name ist Project KLP und der Franz 93, hallo Leute. Genau. Wir machen hier gleich weiter. Der Singvogel, ich zeig die Katze nicht nochmal, haben wir ja im letzten Part und da haben wir ja auch schön gefailt, wie ihr wisst. Und ja, ist gut, wir können jetzt das Taxi nehmen oder laufen. Aber wir sind natürlich so cool und holen uns erstmal hier die kugelsichere Weste vom Dach, die sich hier vorne befindet, und am besten tue ich die nicht gleich wieder verbrauchen, indem ich hier unnötig runterspringe. Nein, na toll. Denn wir brauchen die gleich, wie ich im letzten Part schon festgestellt habe, aber wir sind so cool und nehmen natürlich nicht das Taxi. Also wir nehmen es schon, aber ich fahr selber. Ja, Tommy, lauf halt noch langsamer, so, ich habe nicht ewig Zeit. Schlimm bist du, Tommy, schlimm, weißt du das? Walter! Was ist mit Walter? Alter Walter hier. Ah, weißt du noch, CIS, Chaot im Sondereinsatz? Ja. Walter! Walter! Ja, genau, die Frau in der Dusche. In der Duschkabine. Kati Karrenbauer. Ah, die ist cool. Der Frauenknast. Hat meine Mutter mal angesehen, die Serie. Wo kamen die immer, RTL 2? Nein, RTL. Was, das kam auf RTL? Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Da zeigt sich mal wieder, deine Mutter ist eine typische RTL-Zuschauerin, oder? Ja. Die weil schaut immer gern Verdachtsfälle. Ja, weil sie da nicht nachdenken muss. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Was hast du mir doch mal erzählt? Was alle, jeder, der RTL guckt. Sucht einen Sender. Woran ich nicht groß nachdenken muss. Genau. RTL ist für Hauptschüler, egal. Ich wünsche euch, ja toll, warum soll ich überhaupt Katzi nennen? Die Katzin kennt ihr ja alle schon. Ja, wir müssen jetzt zum Hafen. Und deine Karre gehört mir auch, wenn die in so einer hässlich... Nein, Tommy. Lass gleich wieder aussteigen. So, ich will die rote Karre haben. Die lila ist mir zu schwul. So, und los geht's. Fluchtplan auf einer Beinprothese, ey. Oh, jetzt hast du mein Auto kaputt gemacht, du Penner. Ach ja, ach ja, ach ja. Ach ja, Franze, das fällt mir gerade so ein. Ich muss übrigens noch die Autos im Autohaus alle offscreen sammeln. Das heißt, wenn du heute Abend nach Team Fortress dann noch genug Zeit hast, können wir heute Abend noch labern, während ich hier schön am Auto sammeln bin. Klar. Hilfe, ich sehe nichts, danke. Ich weiß, ich vermisse irgendwie die San Andreas Grafik in GTA 4. Fehlt einfach. Finde ich. Ich finde, diese GTA 4 Grafik, die passt einfach nicht mehr zu dem Charme, den GTA mal hatte. Oder? Ja. Hallo Wichser. Ah. Und tschüss. So, ich werde jetzt hier erstmal alle Leute auf dem Schiff erledigen, Leute. Diesmal mache ich den Fehler nicht nochmal. Beim letzten Mal habe ich ja den Fehler gemacht, dass ich nicht alle Leute hier auf dem Schiff eliminiert habe und deshalb haben die mich eliminieren können. Scheiße, bin schon wieder tot. Egal, jetzt reicht's auch. Wie lange willst du noch aufnehmen? Wie gesagt, heute, bis ich damit fertig bin. Nein, ich meine jetzt. Ja, immer so halbe Stunden Folgen ab jetzt wieder regelmäßig.
Also ich nehme das quasi jetzt alles auf, render das über die restlichen Ferien dann. Und hochgeladen wird es dann wieder, wenn wir Schule haben. Und wie lang oder wie viele Minuten tust du schon aufnehmen? Keine Ahnung. Vielleicht 5. Aha, da kommen also immer wieder Leute raus. Das ist so eine Art Spawner, oder wie muss ich mir das vorstellen? Schlimm. Nö, da ist noch einer. Warte kurz, Mann. Ja. So. So, Leute, wir nehmen die Abkürzung. So. 3 Sterne haben wir. So. Ich brauche jetzt eine... Ach, egal. Muss auch reichen, die Karre. So, und ab zu Payne Spray, der hier gleich um die Ecke ist, zum Glück. Hadi! Ja? Meine Mutter hat gesagt, ich muss gleich gehen zum Einkaufen. Ja, okay, warte ich. Erst in 5 Minuten kann ich gehen. Oder muss ich gehen? Warum musst du dann gehen? Ja, weil ich dann zum Einkaufen gehen muss. Warum musst du? Ach ja. Frag nicht so. Wer zu viel fragt, stoppt zu früh. Ja, ist klar. Glaub nicht. Frag die Mafia! Ja, ist klar, du hast zu viel Träume, Junge. Du hast zu viel Mafia 2 gezockt, eindeutig. So. Mission erfüllt. So, alle meine Pferdchen überschreiben. So, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 16.12 Uhr. Machen wir noch die nächste Mission. Viel Spaß mit der Kurier. Alright, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right. Everybody cool? All right, I'll catch you later. Ja, wir müssen jetzt das Fälscher-Syndikat... Blablabla machen hier. Und wir müssen jetzt uns beeilen, denn der... Denn die Druckplatten, also der Kurier mit den Druckplatten, kommt jeden Moment an den Docks an. Und wir werden dort gleich eine Überraschung erleben, Leute. Das verspreche ich euch. Aber wo ist denn der Kurier jetzt zum Zeitpunkt? Das würde mich interessieren, aus welcher Richtung der herkommt. Ah. Okay, wir haben mal ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt ein bisschen rase, kann ich da noch ein bisschen Zeit rausschlagen. Weil wir müssen da jetzt ziemlich schnell sein bei der Mission. So, und ihr werdet gleich sehen, was ich mit Überraschung meine. Die Leute, die das hier überwachen, sind nämlich keine Männer, sondern ihr seht's. Das sind Tussen. Und diese Tussen können ihr seht's sehr gut zielen. Langsam reicht's ja auch mal wieder. Also alle Frauen in Ehren, aber... Uiuiui, da oben steht noch eine. Dich habe ich gesehen. Wow, 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 euch habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, nur ist auch noch der Bulle, ey.
Ich wollte eigentlich hier keinen dritten Weltkrieg anfangen, aber jetzt muss ich einen dritten Weltkrieg anfangen. So, jetzt muss ich hier Gas geben. Oh, fuck, sind die Autos hier auch noch verschlossen? Ja, ist gut. Ist gut. Also, Paddy, ich muss dann leider gehen. Ja, Franz, einen Moment. Die Mission ist gleich vorbei, okay, gleich. Ich muss mich hier nur... Boah, fuck. So, jetzt ab zu Paint Spray. Jetzt ist Ruhe. Ich fahre nur noch kurz zur Druckerei, okay? Mhm. So, Paint Spray. Jetzt darf nur nichts mehr dazwischen kommen. Also ihr seht schon, die Missionen der Druckerei sind etwas anspruchsvoller. Aber wir schaffen sie ja eigentlich ganz gut, denke ich mal, oder? Franz? Ja? Ja. Wir haben übrigens in unserer Liste bis jetzt, also in den Statistiken, wurden wir null mal verhaftet und null mal außer Gefecht gesetzt, weil ich ja jedes Mal nach jeder Mission speichere und dann jedes Mal wieder laden kann, ja. Das hat auch Vorteile, weil wir dann keine Waffen verloren. Ah, doch, einmal sind wir gestorben, aber das ist was anderes. Also viel Spaß mit der letzten Cutscene. Ach nee, Druckerei haben wir schon erworben. Okay, gut. Die generiert jetzt bis zu 8000 Einkünfte. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mein Name ist Project KLP und... der Franz931. Ciao, Leute. Ciao.